Fernverkehrsstrecken mit dem Deutschlandticket. Darum geht es hier heute in diesem Video, denn der Grundsatz lautet ja, dass das 49-Euro-Ticket nur im Nahverkehr gültig ist. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, ein paar IC-Intercity-Zugverbindungen, die du auch mit dem Deutschlandticket nutzen kannst. Und welche das sind, das erfährst du jetzt. Bei den Verbindungen bei der Deutschen Bahn kannst du das übrigens auch ganz konkret nachlesen. Hier einmal am Beispiel der Strecke Erfurt-Gera, eigentlich zum Fernverkehr gehörend, steht aber explizit mit dabei, dass das Deutschlandticket genutzt werden kann. Also los geht's. Kommen wir jetzt zu den 10 Intercity-Strecken, die besonders interessant sind. Die gehen wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf durch und ich sage dir immer, ob hier das Deutschlandticket genutzt werden darf und ab wann. Die Strecken sind jetzt auf den Karten nur grob abgebildet, nagel mich also bitte nicht darauf fest. Von Stuttgart bis nach Konstanz an den Bodensee, die sogenannte Gäubahn. Und ja, hier darfst du das Deutschlandticket nutzen seit dem 1. Mai 2023. Die Strecke von Dortmund bis nach Dillenburg und hier recht frisch ab 1. Juli 2023 darf auf dieser Strecke analog dem RE 34 das Deutschlandticket genutzt werden. Auf der Strecke von Erfurt über Weimar und Jena bis nach Gera darf ebenfalls das Deutschlandticket schon seit Mai 2023 im RE 51 genutzt werden. Weiter geht's mit der Verbindung von Chemnitz nach Dresden, auch hier ein Jahr. Das Deutschlandticket darf analog im RE 3 seit Juli 2023 genutzt werden. Auf der Verbindung von Berlin über den Berliner Flughafen bis nach Elsterwerda ist es tatsächlich so, dass das Deutschlandticket nicht genutzt werden darf. Und wusstest du eigentlich, dass du mit dem Deutschlandticket auch ins Ausland fahren kannst? Es gibt nämlich einige Strecken, bei denen kannst du das 49-Euro-Ticket auch für eine Fahrt ins Ausland nutzen. Und dazu habe ich mal ein separates Video aufgenommen, das ich dir hier oben einfach mal mit verlinke. Und schau einfach mal rein, vielleicht ist ja das ein oder andere passende Urlaubsziel für dich mit dabei. Aber weiter geht's mit den nächsten 5 Fernverkehrsstrecken. Die nächste Verbindung führt von Berlin bis nach Prenzlau. Und hier ist es tatsächlich auch so, dass das Deutschlandticket auf dieser Fernverkehrsstrecke leider nicht genutzt werden kann. Eine weitere Verbindung über Berlin führt von Potsdam über Berlin nach Cottbus, aber auch hier ist es so, dass auf dieser Strecke analog dem RE 56 das Deutschlandticket leider nicht anerkannt wird. Der Intercity 2212 führt von Rostock bis nach Stralsund und ja, hier darfst du das Deutschlandticket seit dem 1. Mai 2023 nutzen. Weiter geht's mit der Verbindung von Bremen bis nach Norddeich-Mole bzw. von Bremen bis zum Emden-Außenhafen. Und ja, hier darf auf dieser IC-Strecke analog dem RE 56 in beide Richtungen das Deutschlandticket genutzt werden. Und ein toller Tipp: von Norddeich-Mole kannst du zum Beispiel mit der Fähre nach Norderney oder Jüst übersetzen und von Emden-Außenhafen bis nach Borkum fahren. Ein kleiner Sonderfall ist der IC 2075, der von Westerland auf Sylt bis nach Nibüll fährt. Hier darf nämlich nur von Montag bis Freitag und nur in die Richtung Westerland-Nibüll das Deutschlandticket genutzt werden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein klein wenig weiterhelfen und falls du noch Ergänzungen oder Tipps hast, für Strecken mit dem Deutschlandticket, mit dem 49-Euro-Ticket, dann schreibt es einfach gerne hier drunter in die Kommentare.